Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen ruhiger als noch im letzten Video, wo es auf der Bahn, stimmt gar nicht, wo es auf der Straße richtig abging mit dem Fritz. Wir sind in einer Testwoche. Ich werde am Mittwochnachmittag meine Sachen packen und mich auf den Weg nach Köln zu Pro Athletes begeben, um dort mich wieder testen zu lassen, sowohl auf dem Fahrrad, V2 Max Test, Stufentest stehen wieder an, auch in der Laktatsenkentest und das gleiche dann am Tag drauf auch noch zu Fuß auf dem Laufband. Also es werden wieder zwei volle Tage. Zusätzlich werden wir dieses Mal noch mein Bike noch mal fitten, das Zeitrad. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wo es hingegangen ist über die letzten Wochen und Monate. Das ist jetzt der erste Teil von so einem von so einer Miniserie, die ich mir vorgenommen habe. Einmal das heutige Video, wo ich eigentlich ganz kurz nur darüber sprechen möchte, was ich trainiert habe in den letzten Wochen und Monaten. Und im nächsten Video werden wir dann den Test selber sehen und die Ergebnisse besprechen und werden sicher auch nochmal den Herrn Dr. Sebastian Zeller zu Wort kommen lassen, was seine Einschätzung ist, wie das Training gelaufen ist und vielleicht sogar auch schon so einen kleinen Ausblick zu geben, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden. Ich habe mich vorhin hingesetzt und mal zusammengeschrieben, was für Trainingsumfänge so zusammengekommen sind. Der letzte Test ist jetzt genau 13 Wochen her. Bevor wir aber jetzt in die Zahlen der letzten 13 Wochen springen, ein kurzer Hinweis meines Partners für dieses Video, Amidori. Wir springen zum Felix rüber in die Küche und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Also ich muss ja schon zugeben, ein bisschen unfair finde ich es. Ich muss Sport machen, ich muss es Essen machen und er da drüben macht irgendeine Zahlenauswertung, bla bla bla, was eh am Ende niemand interessiert oder wirklich nur die ganz Verrückten. Wie auch immer, wir machen heute ein bisschen so leichtes Carbo-Loading, denn übermorgen ist schon der Test. Das heißt, die Kohlenhydratspeicher sollten auf jeden Fall prall gefüllt sein, um dann auf dem Laufband und auf dem Radergometer ordentlich Druck geben zu können beim Test. Es wird heute Nudeln geben. Das sind jetzt wirklich, also ja, ein Kilo? Nee, schaffe ich nicht. Ist auf jeden Fall optimistisch eingekauft, das dürfte reichen. Wahrscheinlich für die nächsten zwei Wochen. Und es gibt wieder Amidori Veggie Hack zu den Nudeln dazu. Ich werde noch eine Karotte, Paprika mit reinschnipseln. Das Gute ist, es geht ja schnell. Auch wenn ich alles alleine machen muss und eben keine Hilfe habe, kann man dann nicht ändern. Amidori ist also auch diese Woche wieder mein Partner hier im Video. Der Fleischersatz auf Erbsen-Protein-Basis, also kein Soja, keine Konservierungsstoffe. Und ich muss sagen, schmeckt auch echt gut. Leicht herzustellen, das heißt, es dürfte jetzt alles recht schnell gehen. Also wie gesagt, der Aufwand ist wirklich überschaubar. Ich werde ein bisschen Knoblauch in der Pfanne andünsten, dann wird die Paprika, die Karotte ein bisschen angebraten im Olivenöl und dann kommt das Veggie-Hack rein. Können wir schon mal eben aufmachen. Ich bin mir gar nicht sicher, im Moment, wo steht es, wie lange braucht es? 4 Minuten in der Pfanne und dann zack, Olivenöl haben wir schon und dann nochmal zack, kommt die Tomatensoße drauf. Und wenn die Tomatensauce drin ist, dann brodelt es vor sich hin und dann werde ich duschen gehen. Kann sein, dass manche von euch, liebe ZuschauerInnen, es schon gesehen haben. Es gibt im Moment einen TV-Spot von Amidori. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, zumindest nicht im Fernsehen, aber natürlich das Video schon gesehen. Finde ich ganz cool mit der Erbse. Und wie gesagt, das ist ja auch eine Besonderheit, dass das eben auf Erbsen, auf der Basis von Erbsenprotein ist und nicht wie ganz viele Sachen eben auf der Basis von Soja. Bisschen Schiss, dass die Pfanne zu klein war. Ich glaube, ich lasse die Karotte sein, das hilft nicht. Es hilft nichts, darauf verzichten wir. Passt hier sonst nicht mehr alles rein. Das ist dann doch nämlich relativ viel. Also mich braucht ihr jetzt hier wirklich nicht mehr weiter beobachten. Das Umrühren der Pfanne bekomme ich auch ganz gut alleine hin. Schaut ihr euch die Zahlen im Arbeitszimmer an. Ich gehe duschen, wir sehen uns danach. Auf geht's. So, während er in der Küche das Abendessen vorbereitet, können wir uns nochmal ganz kurz in die Statistik stürzen. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, 13 Wochen sind vergangen. Etwas mehr als letztes Jahr zwischen den zwei Tests, aber dieses Jahr ist ja eh alles ein bisschen anders. Kommen wir zuerst mal zum Radfahren. 3379 Kilometer bin ich gefahren seit dem letzten Test. Das macht im Schnitt 259 Kilometer in der Woche. Und ich muss sagen, davon wirklich das meiste auf Swift.
Ich bin dieses Jahr noch kein einziges Mal draußen gefahren, obwohl jetzt am vergangenen Wochenende das Wetter wirklich gepasst hätte. Und ich denke, das letzte Mal war ich so im Dezember auf jeden Fall noch vor Weihnachten draußen fahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es handlingmäßig noch hinbekomme. Vielleicht sollte ich mir erstmal Stützräder montieren. In den 13 Wochen musste ich mich 11 Mal quälen. Also fast jede Woche gab es eine Hit-Einheit. Von diesen 11 Hit-Einheiten habe ich nahezu alle durchgezogen. Ein einziges Mal musste ich eine abbrechen. Ich musste das eine oder andere Mal runterregulieren, was Wattwerte anging, bin aber, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich jetzt nicht falsch irgendwie durchgescrollt habe, immer trotzdem mindestens an der untersten Grenze in diesem Wattpensum geblieben. Und im Laufe der letzten Wochen habe ich mich da auch noch eher so an das obere Limit dann ranarbeiten können, zeitweise. Weil es immer wieder die Fragen gibt, warum ich jetzt im Moment eher 40, warum ich in den letzten Wochen eher 30-30er gefahren bin. Im Verlaufe der letzten 13 Wochen innerhalb dieser 11 Trainingseinheiten bin ich auch 30-15er gefahren, 40-20er, 4x8 Minuten, ich glaube 5x5 Minuten. Also da wirklich eine ganze gute Bandbreite an verschiedenen Bandbreite an verschiedenen intensiven Trainingseinheiten. Kommen wir jetzt zum Laufen. Da stehen momentan seit dem Test im November 943 Kilometer zu Buche. Das ist ein Wochenschnitt von 72 Kilometer in der Woche. Für mich wirklich sehr, sehr gut. Und auch da jede Woche eine harte Trainingseinheit. 11 Stück, davon 7 Mal Bergläufe. Alles andere war im Tempowechsellaufbereich und 2 Mal von den dann ja noch übrigen 4 insgesamt waren etwas ja, längere Tempoläufe. 4 bis 5 Minuten Belastung. Und ja, also wirklich sehr, sehr konstant. Einmal in der Woche hart Radfahren, einmal in der Woche hart laufen und den Rest alles im Lit-Bereich, würde ich sagen. Auf dem Rad immer mal wieder Fatmax. Auch der ein oder andere Dauerlauf ist etwas schneller geworden. Aber wie ihr seht, wirklich relativ stupide, wenn man so möchte. Langweiliges Training, Trainingseinheiten an sich, durchaus mal abwechslungsreich, aber einfach eine gute Woche nach der nächsten. Das sieht man auch in dem von, ich glaube, vielen geliebten, von mir eher verhassten Performance Management bei Training Peaks. Ich zeige euch hier mal den Screenshot. Da seht ihr jetzt noch einige Daten auch aus dem Verlauf der letzten Saison. Aber was man ganz gut sehen kann, ich habe so im Anfang Oktober die Saisonpause eingeläutet. Da ging dann die Form ging gut runter. Die Ermüdung ging natürlich auch runter. Also die Freshness war sehr, sehr hoch. Und dann sieht man einen gesunden Anstieg und dann um den ersten Test, also hier um den 20. November rum, ging die Erholung einmal hoch. Da haben wir dann doch auch eine ruhigere, ich glaube sogar 2 ruhigere Wochen eingestreut. Und dann haben wir wieder gut aufgebaut bis hin zu Weihnachten. Dann war leider 1-2 Wochen mit dabei, rund um den Umzug hier, die mir jetzt auch nicht so getaugt haben, die leider dann auch ein wenig umfangärmer gewesen sind. Aber okay, so ist es. Und seitdem haben wir jetzt aber eigentlich auch wieder ganz gut gearbeitet und einen sehr, sehr guten Trainingsblock hingelegt, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt sehr gespannt, was rauskommt bei den Tests. Ich weiß von Sebastian, dass er auch sagt, er wäre schon auch gut, wenn wir die ähnlichen Werte wieder erreichen. Ich muss zugeben, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren verbessert habe. Zumindest was die Trainingseinheiten so versprechen, sieht es ganz gut aus. Aber wird weiterhin spannend. Ich bin sehr gespannt, was ich im nächsten Video berichten kann. Jetzt schauen wir mal wieder in die Küche, denn ich habe langsam Hunger und auch schon so ein bisschen Appetit mischt sich auch mit rein. Also, wir schauen in die Küche, auf geht's. Ich bin mittlerweile geduscht und das Essen ist fertig. Wie ihr seht, es sieht auch, finde ich, wirklich ganz gut aus. Habe ich also auch alleine ganz gut hinbekommen. Ihr wisst jetzt, wie die letzten Wochen aussahen, wie viel ich trainiert habe. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was das in der beziehungsweise wie es sich in der Leistungsdiagnostik niederschlägt. Das war's mit dem Video für heute. Morgen geht's nach Köln und von dort werde ich dann berichten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu den Daten, dann gerne hier unter dem Video. Peace. Bis zum nächsten Video. Guten Appetit. Mahlzeit. 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 Mahlzeit.